Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu, ich wollte gerade sagen, The Last of Us. Nee, wir sind hier bei Bioshock, liebe Freunde. So, und in der letzten Folge sind wir in ein neues Kapitel vorgedrungen und sind wir hier irgendwie in die Spielhalle. Irgendwie haben wir irgendwie festgestellt, dass wir irgendwie was geschafft haben. Nee, wir sind hier in so eine Art Spielhalle reingekommen, würde ich jedenfalls so bezeichnen. Denn hier sind viele Spielautomaten. Wir können hier so ein bisschen uns was wahrsagen, unsere Zukunft voraussagen lassen. Dementsprechend denke ich einfach mal so was Ähnliches wie ein Vergnügungsamüsement. Ein Amüsement. Und ja, wir hatten auch so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, nur für Angestellte hatten wir hier den Laden eingetreten und daraufhin leider den Alarm ausgelöst. So, ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach nochmal. Warum denn nicht, ne? Inzwischen geht der Alarm anscheinend ja nicht mehr los, denn Alarm ist abgesagt. So, ja, wenn wir ihn einmal ausgelöst haben, kommt er anscheinend nicht nochmal. So, die Jukebox, die haben wir benutzt. Da gehen wir gleich nochmal rein. Wir haben hier jede Menge Eve-Spritzen, die ich aber leider nicht verwenden kann. Denn, hallo, mein kleiner Bot. Denn, ach, guck mal, die Türen sind ja auch verriegelt und verrammelt. Interessant. Aber, ja, wir können hier nichts benutzen, da wir einfach mal richtig bescheiden zu viele Eve-Spritzen haben. Vorher immer noch geheult, weil wir nie eine hatten. Jetzt haben wir davon inzwischen zu viele. So, oh, hey, hallo? Dankeschön. Zerdrück mich mal, blöde Tür. So, kommt, meine kleinen Freunde. Kommt. Wir laufen hier ganz eisern und ganz wacker und tapfer voran. Denn ich möchte... Hier waren wir doch, oder? Hä? Waren wir hier nicht schon mal? ich bin... Ah, nee. Wir waren hier doch... Nee, doch, waren wir nicht. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Waren wir hier nicht schon mal? Nee, da hinten waren wir mal, ne? Ja, da hinten... Ah, okay, das ist ja also unser Ziel. Alles klar. Das sieht ja alles so gleich aus. Das ist ja also auch so eine... ja, die Metro, die U-Bahn. Halt. What the fuck? Nein, stopp. Hallo, ich bin noch nicht drin. Oh, ernsthaft? Oh, super. Klasse. Okay, warte. Jetzt kommen wahrscheinlich... Was geht denn jetzt? Endlich läuft hier mal was Anständiges im Radio. Der Musiker hat die Pflicht, im Ohr zu schmeicheln und den Geist zu erfreuen. Also verabschiede dich von diesen Wichtigtouren und freue dich auf einen Abend mit Sander Cohen. Herzlich willkommen. Finde Sander Cohen. Ja. Hallo erstmal. Also, irgendwie ist das grotesk, aber auch irgendwie wunderschön. Also ich weiß nicht, vielleicht, na gut, wenn das jetzt lebende Menschen sind, also ehemals lebende Menschen, die ja irgendwie zu Steinstatuen oder so gegossen hat, sowas soll es ja geben, ist das dann doch mehr grotesk als schön. Aber irgendwie, die Musik ist auch so wunderschön und die Rosenblätter, die da immer die ganze Zeit herunterschweben. Huch! Und meine kleine Sumsebiene, die hier hinter mir so ein bisschen für Krach sorgt. Okay, also unsere Tauchkugel ist damit offiziell wieder mal weg. Alles gut, meine Kleinen. Wir sind hier in Sicherheit. Unsere Tauchkugel ist damit auch mal wieder weg. Wir müssen also einen anderen Weg finden, um Atlas und, beziehungsweise um Atlas... Also, ich habe hier unten seit Monaten kein Anzeichen von echtem Leben gesehen. Ich bin gespannt, ob du nur ein weiterer Nachzügler bist oder vielleicht etwas Besseres. Ja, darüber bin ich auch unglaublich gespannt. Hallo, meine liebe Spider-Splicer. Ah, schön, dich zu sehen. So, komm, die schießen wir mal auch direkt einmal ab. Ja, studiert, South Bronx, Mitte, okay. Also wir bekommen ja anscheinend noch ein paar neue Besucher. So, die fotografieren wir natürlich alle, denn ich möchte den Bonus von denen haben. Ich glaube, einmal noch und dann haben wir den auch schon, ne? Kann das sein? Jawohl, Spider-Slicer. Erhöhter Schaden und dann töten wir den mal. Und sie natürlich auch mit unseren Antipersonen. Patronen ist das ziemlich einfach, aber hier kommen sie ja, wie sie wollen, ne? Ich sollte eigentlich mal ein bisschen aufpassen, aber wir können ruhig ein bisschen Eve verbrauchen. Huch, ist ja ganz gut, meine Dame. Huch, ich muss nachladen. Was zur Hölle? Bei dem da kann ich den Mais-Essig riechen. Ich war
warte schon lange darauf, dass mal was Leckeres vorbeikommt. Aber die, die sich hier blicken lassen, sind alle miteinander Tölpel und Volltrottel. Oh, wo sind nur meine Manieren? Komm rein, komm rein! Fender Cohen erwartet dich in der Fleet Hall. In der was? In der Fleet Hall? Nee, Fleet Hall hat er gesagt, ne? Also, nicht schlecht, Herr Specht, was er hier alles so aufgebaut hat, nur um uns daran zu hindern, dass wir irgendwie so ein Stück weit entkommen können. Aber wir haben ja schnell und einfach reagiert. Warum verschwinden eigentlich immer die Leichen? Ich verstehe das gar nicht. Gott, meine Güte! Bot! Alter, ohne Witz, was soll das? Warum machst du mich so fertig, ey? Ah, Amen, Halleluja. Warte mal, wir haben jetzt noch Leim bekommen. Das heißt, wir können uns auch noch etwas herstellen. Denn wir hatten ja nur auf den Leim gewartet, damit wir uns dieses Trinkerding, genau, sehr schön. Beim Trinken von Alkohol werden kleine Mengen Eve wiederhergestellt, statt entzogen zu werden. Alles klar, das nehmen wir definitiv mit. Ziehen Sie den größtmöglichen Vorteil aus den Brennereien und Winzereien von Rapture. Stoßen Sie auf Ihre Gesundheit an mit dem Trinker. Oh, was? Ah, ne, okay. Alles klar. Wir nutzen es statt Camouflage, denn ich finde, Camouflage ist eh ein bisschen überbewertet. Denn ich benutze es so gut wie eigentlich gar nicht. Und stillstehen ist jetzt auch nicht so meine Devise. So, wir rammen uns mal noch direkt eine Eve-Spritze rein. Und haben dann wieder auf 9 aufgefüllt. Irgendwo lag doch hier noch eine Eve-Spritze, oder? War das nicht so, dass ich irgendwen plündern konnte? Irgendeine Leiche oder so? Irgendjemand, der hier... Ich glaube, da... Ja, genau, da drin war noch eine. So, dann haben wir das auch wieder voll gemacht. Und jetzt können wir ganz entspannt weitergehen. Die Spider-Splicer sind ja hier schon wirklich fast überall vertreten. Und wir müssen eigentlich ein bisschen aufpassen. So, ich will nochmal zocken. Go, 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 go. Komm, ich will die 7. Die 7. Gib mir die 7. Och, komm, nochmal. Ich will unbedingt noch einmal gewinnen. Einmal will ich noch gewinnen. Egal, was passiert. Einmal. Jawohl, sehr schön. $25. Wir haben immerhin unseren Einsatz wiederbekommen und sogar $5 raufbekommen. Ja, ja, ne? Muss ja auch mal sein. Ach, du Heilige. Das ist jetzt ziemlich schwer hier. Ziemlich schwer angezeigt. Ach, oje, oje, oje. Ach, oje. Ach, oje. Du willst mich doch veräppeln. Ja, da haben wir schon verkackt. Okay, gut. Maschine hatte einen dicken Kurzschluss. Wir werden einfach mal direkt schön einen Auto-Hacker verwenden, denn das ist viel entspannter, als jetzt da sich drum zu kümmern. Ich guck mal gerade. Wir bräuchten noch ein bisschen Schrot. Das holen wir uns mal. Und dann soll es das auch schon gewesen sein, jetzt gerade für den Moment. Und hier ist das Atrium. Und gerade beginnt Rapture wieder zu leben, wie man sehen kann. Willkommen in Fort Frolic. In Fort Hundefutter, ja, das finde ich wunderbar. Und die Schotten sind auch schon wieder dicht. Du brauchst mir nicht dafür zu danken, dass ich die Übertragung dieser Rüpel, Atlas und Ryan unterbrochen habe. Lass sie nur streiten. Ein Künstler, ja, ein Künstler weiß, es gibt fruchtbareren Boden zu bestellen. Zum Beispiel. Ich teste dich, kleine Motte. Aber nicht ohne Grund. Ich prüfe alle meine Anhänger. Einige strahlen wie Galaxien und andere verbrennen. Wie eine Motte im Feuer. Nun komm, komm in mein Zuhause. Nein, nein, ich will nicht in dein Zuhause. Ist bestimmt nicht so schön wie in meinem Zuhause. Ja, aber wir sehen auch gerade, ich hatte ja darüber sinniert, ob das wirklich ehemals Lebende waren. Und wie man sehen kann, ihnen wurde die Kehle durchgeschnitten und sie wurden dann eingegipst. Also doch nicht so schön wie ehemals gedacht. Okay, wir schauen uns hier natürlich erstmal um. Hier gibt es auch jede Menge zu entdecken. Eve's Garden, dann Bellamias Haute Couture, dann A Surprise, Glücksspiele und die Fleet Hall. Und darin befindet sich ja... Irgendwas versucht, glaube ich, von hier einzudringen. Kann das sein? Das macht mir ja schon so ein bisschen Gedanken. Nee, doch nicht. Doch nicht. Die Türen sind weiterhin offen. Ich dachte, die werden jetzt wieder verrammelt und verriegelt. Sind sie aber gar nicht. Okay, also wir haben ja es anscheinend mit einem neuen Kontrahenten zu tun, denn ich kann mir nicht vorstellen, überhaupt nicht, auf gar keinen Fall, dass der irgendwie in irgendeiner Weise auch nur ansatzweise nett sein soll. Sondern, dass er wirklich auch einer derjenigen ist, der uns hier irgendwie zu Tode quälen möchte. Oder was weiß ich, was er mit uns machen mag. Auf jeden Fall ist er mir nicht wirklich sympathisch. Vor allem, wenn er halt seine künstlerischen Talente daraus zieht, dass er andere Leute eingibst und die dann irgendwie ziemlich, ja,
ja, auf unsanfte Art und Weise, also auf noch brutalere Art und Weise, wie das die anderen machen, tötet. Und da muss ich wirklich sagen, sorry, aber da habe ich keine Lust drauf. Also da müssen wir wirklich aufpassen, falls der Typ dann gleich mal kommt und wir den sehen. Oh, schon wieder sowas. Ach, okay, wir müssen uns mal beeilen mit dem Aufdecken, denn man weiß nie, wo es hier lang geht. Okay, da geht schon mal nicht lang. Deswegen müssen wir mal direkt hier oben jetzt einmal lang führen. Super, dass ich jetzt gerade... Doch, ich habe da eins nach oben. Sehr schön, okay. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, denn die Flüssigkeit kommt doch schon eigentlich relativ schnell. Aber das sollten wir jetzt gerade locker wieder hinkriegen, denn das hier ist nicht ansatzweise so schwer wie das eben davor. Das war bestimmt auch nicht schwer, aber ich habe einfach zu spät... das Falsche aufgedeckt, sagen wir mal. Oh, Verbandskasten, den nehmen wir mal direkt mit. So, alles klar. Und was können wir noch kaufen? Einen Autohacker kaufen wir uns auch direkt. Der kostet zwar $60, aber ist mir eigentlich völlig egal. Alles andere brauchen wir aktuell ja nicht. Einen Autohacker habe ich immer gerne dabei. Und hier scheint es auch so ein bisschen so ein abgegrenztes... Was denn? Oh, du Heilige! Was ist da los? Was ist da los, liebe Freunde? So, komm, wir fotografieren die einfach mal direkt. Was ist das? Das sind Zangenspleißer, die wir aber nicht mehr benötigen. Ja, wir lassen sie sich einfach mal selbst umbringen. Ich mische mich da jetzt nicht so ein. Ach, hey, das ist auch noch ein Mini-Spleißer. Nicht zu mir. So, warte mal, den möchte ich auch noch fotografieren. Stopp. Jawohl, so, komm. So, sehr schön. Houdini-Spleißer. Sag ich gar nicht, das ist ein... Hallo? Wollt ihr mich veräppeln? So, komm. Okay. Alles klar. Also ich frage mich gerade, warum die sich hier gegenseitig bekriegen. Der Sinn erschließt sich mir noch nicht so wirklich. Warum sollte denn Houdini-Splicer jetzt so ein bisschen... Och nein, ernsthaft? Hier gibt es einen Auto-Hacker. Warum habe ich mir einen gekauft, verdammte Axt? Okay, wieder mal zu voreilig gewesen. Aber die Frage ist, warum bekriegen die sich jetzt gegenseitig? Das ist übrigens eine Damentoilette, da müsste ich gleich mal rein. So, aber erstmal das Tagebuch lesen. Du willst uns einsperren, alter Mann? Och, das macht Copsi nichts aus. Ich habe dich geliebt. Ich dachte, du wärst ein musikalisches Genie. Weißt du warum? Weil du meine Miete bezahlt hast, du altes Wrack. Komm zum Plattenladen. Ich zeig dir, was ich von deiner Katzenmusik halte. Okay, dann scheint wohl jemand ein bisschen aggressiv zu sein. So ein ganz kleines bisschen. Aber soll uns jetzt gerade nicht weiter stören. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Also Kunst in allen Ehren. Kunst kann auch total abstrakt und widerlich sein, aber das geht mir dann doch ein bisschen zu weit, muss ich jetzt ehrlich gestehen. So, warte mal, wir spülen mal hier das Wasser weg, aber heilige Alter, also es ist ja irgendwie schön, aber keine Ahnung. Also das sind ehemals... Kann ich... Oh, sorry, oh Gott, es tut mir leid. Oh. Ach, du Heilige. Vor allem wie das Blut am Kopf und so wurden vielleicht mit einer Tüte erstickt oder so. Keine Ahnung, was der hier getrieben hat, der alte Mann. Aber also bisher ist er mir doch höchst unsympathisch, muss ich sagen. So, wir sorgen mal noch ein bisschen für mehr Wasser, damit das vielleicht hier alles untergeht. Und diese groteske Kunst, oder ob man das Kunst hier nennen könnte, verschwindet. Darf ich raus? Dankeschön. Geh mal weg. So, dann... guck mal. Arcadia Merlot. Sehr schön. Und es bringt uns tatsächlich Eve zurück. Moment. Den muss ich mal ganz schnell hacken. Ah, warte mal. Stopp. Warte, Autohacker. So, dann kann ich nämlich den da hinten direkt mal mitnehmen. Jetzt habe ich zwar ein bisschen was verbraucht, aber... Oh, jetzt habe ich Zigaretten geraucht. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich weiß, dass man von Zigaretten Eve wiederbekommt. Das hattet ihr mir ganz oft geschrieben. Und ich weiß es auch. Ich habe es ja selbst vorgelesen. Aber ich finde einfach, dass Zigaretten sind schädlich. Rauchen schadet der Gesundheit. Und deswegen tue ich es auch oder versuche ich es ja auch nicht im Bioshock zu tun. Deswegen nicht, dass ihr euch wundert, warum ich das nie mitnehme. So, okay, alles klar. Vielleicht sollten wir mal wirklich zum Plattenladen vordringen. Der scheint hier ja irgendwo, glaube ich, mal in der Nähe zu sein. Was ist das hier? Ah, eine Modeboutique. Oh, sehr schön. Endlich können wir uns mal ein bisschen umstylen. Irgendwie sieht unser Charakter auch schon ziemlich langweilig aus. Schaut mal hier bei den Händen und so, ne? Da sind schon ein paar Pickel und so, weil wir immer wieder die gleiche Kleidung tragen. Müssten wir mal echt gucken. Ah, guck mal, da haben wir einen Film. Sehr schön, einen Verbandskasten, den wir aber nicht brauchen. Alter, ich habe das Gefühl, ich habe gerade voll auf leicht umgestellt. Also selbst auf... Also am Anfang fand ich es auf mittelrecht schwer. Was ist das denn?
Achso. Aber inzwischen finde ich es doch ziemlich einfach. Also wenn, bis ich dann wahrscheinlich zum nächsten... Oh, lecker. Bis ich dann wahrscheinlich zum nächsten Dings mal wieder komme. Zum nächsten... Ach Gott, ey, nee. Bis ich zum nächsten großen Fight komme, wollte ich eigentlich sagen. Lass mich mal durch, lass mich mal durch. Oh Gott, ey. Ach, gucke mal. Der hat ja auch anscheinend so... Also irgendwie hat er sich vielleicht vorher so am Puppen... Vielleicht war er ja irgendwie Modeschöpfer oder so. Und das ist seine neue Trendart oder so. Ich höre mir mal Wild Bunny noch an. Wild Bunny von Sander Cohen. Ich will die Ohren abnehmen, doch ich kann nicht. Ich hüpfe. Und wenn ich hüpfe, komme ich nie vom Boden weg. Das ist mein Fluch, meine ewige Verdammnis. Ich will die Ohren abnehmen, doch ich kann nicht. Das ist mein Fluch, mein verdammter Fluch. Ich will die Ohren abnehmen. Bitte, nimm sie ab. Bitte. Ach du Scheiße, wie die hier alle echten Schatten haben vom Feinsten. Er hat... Ich glaube mal, er hat, würde ich jetzt persönlich gerade so mal tippen, er hat Masken für einen Kostümball hergestellt. Oder halt, es gab ja hier anscheinend einen Kostümball, hatte man ja gesagt, wo die Splicer dann irgendwie auch, ne? Und vielleicht hat er dann aber irgendwie seine Schöpfung doch nicht ganz so zu seiner Zufriedenheit herstellen können. Irgendwie so von wegen, ja, er will... Keine Ahnung, vielleicht ist es auch so eine Art schon... Oh Gott, hör auf mich anzugucken, ey. Vielleicht ist es auch schon so eine Art von, ja, wie heißt sowas? Ne, von diesen typischen Gewaltdingern. Hört doch mal auf, hier überall gegen zu rampeln. Hallo, hier geht's lang, Bot. So eine erste Anzeichen von gewalttätigem Verhalten. Da draußen ist jemand. Erste Anzeichen von einem gewalttätigen Verhalten, weil, ja, vielleicht wollte er ja den Hasen symbolisieren, die Maske, ne, die Ohren abschneiden, weil das doch viel besser aussieht, wenn es blutig und spritzig, naja, okay. Keine Ahnung, auf jeden Fall, wir werden uns um den Typen definitiv noch kümmern, in den nächsten Folgen, schätze ich mal. Und du und ich, wir haben morgen wieder ein Date um 18 Uhr und bis dahin verabschiede ich mich mit einem wunderbaren, mach dir einen wunderschönen Abend. Tschüss!